So, meine Lieben, ein ganz kurzer Gedanke zum Thema Kindererziehung. Es passiert immer wieder, mir ist es heute wieder passiert, dass ich außer Haus gehe und dann ist diesmal der Dreijährige gekommen und hat sich um mein Bein geschlungen und hat gesagt, Papa, nicht weggehen. Und sehr, sehr süß. Heute ist mein letzter Arbeitstag, also da konnte ich natürlich mit gutem Gewissen sagen, jetzt bleibe ich länger daheim, aber heute muss ich noch arbeiten gehen. Und dann ist der Zweijährige gekommen auf der anderen Seite und hat das natürlich imitiert. Das war berührend und herzzerreißend. Das kenne ich auch von den anderen Kindern, wie sie noch kleiner waren in der Zwischenzeit. Gut, sie versuchen auch immer wieder zu diskutieren, also dass der Papa arbeiten geht, das ist ihnen gar nicht recht. Ist ja auch was wahnsinnig Schönes. Und viele Väter haben mir erzählt, früher in der Vergangenheit, dass sie dann sagen, weil das ist natürlich, passiert natürlich nicht nur mir, sondern das passiert sehr vielen, dass sie dann sagen, der Papa muss ja Geld verdienen, damit wir essen können und damit wir leben können und das Haus zahlen und die Miete und so weiter. Und das ist natürlich auch dann für die Kinder verständlich. Ich hatte bei dieser Form der Erklärung immer ein Störgefühl. Und jetzt bin ich vor kurzem dazu übergegangen. Also ich habe das eigentlich, manchmal habe ich das verwendet, aber ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt, irgendwie, weil es ist ein sehr, es stimmt natürlich nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, super, ich höre auf zu arbeiten und wir machen uns einen Lenz. Aber ich habe das jetzt anders gedreht. Ich habe jetzt gesagt, schau mal, der Papa hilft Menschen und die Menschen brauchen den Papa auch. Und das ist eben der Aspekt des Dienstes. Und ich finde, dass das viel wichtiger ist für die Kinder zu erkennen, dass der Papa in einem Dienst steht und eben eine Dienstleistung vollbringt und dass das auch seine Aufgabe in der Gesellschaft ist, als dass er Kohle nach Hause bringt. Ne? Weil das nie im Vordergrund stehen darf. Und Menschen, die in erster Linie arbeiten, um zu verdienen, arbeiten meistens auch schlecht. Also das ist ja eine extrinsische Motivation, keine intrinsische Motivation. Und deswegen, falls Sie auch einmal so in so einer Situation kommen, ich hoffe für Sie, dass Sie häufig in so eine Situation kommen, eine herzzerreißende Situation, dann empfehle ich Ihnen, lege ich Ihnen ans Herz, dass Sie das so formulieren, dass Sie sagen, dass Sie einen Dienst tun, je nachdem halt, was Sie für einen Beruf haben. Das geht ja nicht nur beim Psychiater, sondern das geht ja bei jedem ehrbaren Beruf. Mafia-Boss ist da natürlich ein bisschen schwieriger, aber gut, ich meine, bei jedem ehrbaren Beruf, bei jedem, der wirklich einen Beitrag leistet, und das sind eben nicht nur die Ärzte und ganz wenige Auserlesene, sondern im Grunde ist das jeder Beruf, der eben dazu beiträgt, dass die Gesellschaft funktioniert, dass sie besser funktioniert und wenn man gewissenhaft arbeitet, dass sich dann auch was verbessert und verändert. Das hängt natürlich davon ab, wie man natürlich arbeitet. Aber ich glaube, dass das unseren Kindern hilft, den richtigen Aspekt der Arbeit zu verstehen. Und nicht eben nur dieses Pekuniäre, nicht der Papa muss gehen, damit er Geld verdienen, damit wir was zum Fressen haben. Das ist wahrscheinlich etwas zu tief dimensioniert. Kleiner Gedanke. Herzliche Grüße, Ihr Raphael Bonelli.